Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Thematik, die wir jetzt besprechen, ist eine sehr wohl im Land Berlin fundierte Thematik, wiewohl es noch viele offene Fragen gibt. Egal, ob Sie in die Koalitionsvereinbarungskapitel 5 gucken und da Soziales Berlin, ob Sie die Leitlinien der Seniorenpolitik sich im Kapitel 13 Pflege im Alter angucken oder ob Sie die vom Senator Schajer vorgelegten Landespflegeplan angucken, insbesondere dort, wo die Zukunftsperspektiven im Bereich der Pflege angesprochen werden. Überall können wir feststellen, dass dieser Bereich Pflege ein wesentlicher Bereich ist, der unser politisches Denken prägt, einfach weil er für die nächste Zeit sehr wichtig sein wird. Und so wie Pflege hier angesprochen wird, sind in diesen Bereichen natürlich auch die angesprochen, die diese Pflege leisten und insbesondere auch diejenigen, die sie von Berufswegen leisten. Es bleibt unsere Aufgabe, Pflegeberufe, aus denen Ihnen häufig zu Recht kritisierten Dasein von Schattenberufen herauszuführen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Pflegeberufe auszuüben. Das heißt, auf der einen Seite stellt das einen riesigen Wirtschaftsfaktor dar, aber zugleich ist es natürlich auch die Realisierung von Menschenwürde, gerade bei älteren Menschen. Darauf möchte ich immer wieder Wert legen in der Diskussion. Und es ist zugleich auch eine ausgeprägte Fachlichkeit, die hier durchkommen muss, um Pflege auch von der medizinischen Seite her gut abgesichert zu haben. Wir wissen alle, das ist hier schon angeklungen, es ist ein schwerer Beruf mit hoher Verantwortung. Pflegekräfte müssen deshalb eine kraftvolle Vertretung haben. Und da waren wir eben in der Diskussion, es muss eine Vertretung sein, die mit anderen Gruppen, zum Beispiel auch mit den Ärzten, auf gleicher Augenhöhe kommunizieren kann. Und da ist Stichwort natürlich unter anderem Pflegekammer. Was wir im Einzelnen darunter verstehen wollen, welche Probleme es gibt, die gar nicht so einfach wegzudiskutieren sind, ist mir völlig klar, dass wir das intensiv im Ausschuss diskutieren müssen. Aber eins muss klar sein, diese gleiche Augenhöhe ist wichtig, damit diejenigen, die die Arbeit leisten, sich auch ernst genommen fühlen. Ich begrüße den Willen des Senats, eine Imagekampagne für die Pflegeberufe zu initiieren. Das ist notwendig, denn wir wissen alle, dass Pflege immer noch ein bisschen Randdasein hat in der Einschätzung der Bevölkerung. Aber für diese Kampagne ist es auch notwendig, dass eine echte Basis der Verbesserung der Arbeitsbedingungen erfolgt. Und das ist nicht nur, aber auch Bezahlung. Das ist die Vereinbarkeit zum Beispiel auch von Familie und Beruf für diejenigen, die Pflegeleistungen bringen, die sie als Beruf entbringen. Das ist die Entlastung von schwerer körperlicher Arbeit, die viele dazu bringt, dass die Verweildauer letztendlich im Beruf, wir wissen das alle, viel zu gering ist und dass wir, und auch das ist ja hier schon angesprochen worden, eigentlich viel zu wenig junge Menschen haben, die sich bereit erklären, in diesen Beruf hineinzugehen. Und wir brauchen bloß in die Bedarfsermittlung des Landespflegeplans zu gucken. Dann wissen wir, was hier nachzubessern notwendig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind einige Punkte hier natürlich anzugehen. Stichworte wie Pflegeberufegesetz, noch immer mit ungeklärter Finanzierung, wenn wir auf die Bundesebene gucken, Sicherung der Pflegequalität, alles das natürlich auch in der Initiative im Bundesrat, hat Berlin ja längst besetzt und hier ist ja längst eine Positionierung erfolgt, dass das weitergeführt werden muss, ist selbstverständlich und richtig. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, auch das ist hier schon angesprochen worden, dass ältere, erfahrene Menschen, die in anderen Berufen schon Erfolg gehabt haben, es schaffen, in einen pflegerischen Beruf umzusteigen. Und deswegen bin ich dem Senat, aber auch meinen Kollegen in den Fachausschüssen sehr dankbar, dass sie in Gespräch mit der Arbeitsagentur die Frage der Finanzierung des dritten Ausbildungsjahres in den Mittelpunkt gerückt haben. Das ist meines Erachtens eine wichtige Sache. Und ein letzter Punkt. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Pflegekapazitäten und Fähigkeiten, die in anderen Ländern erworben worden sind, bei uns bessere Anerkennung finden. Meine Damen und Herren, Resümee in vielem ist der Stellenwert des Themas längst erkannt. Senator und Verwaltung sind aktiv. Die Koalition wird diese Aktivität mit gestaltender Kraft mitbegleiten. Und ich bin sicher, dass wir im Ausschuss noch manche Frage, die noch offen ist, weiter diskutieren werden. Und ich versichere Ihnen, da werden wir auch die Fachleute und Betroffene mit einbeziehen. Schönen Dank.